Die FEI Vaulting World Cup nach den Stationen in Paris in Windparks, der zweiten Station in Salzburg im Messezentrum. Jetzt die dritte Station hier bei uns in Leipzig, bevor es über die vierte Station über Offenburg zum großen Finale des FEI Vaulting World Cup 2018-2019 nach Sumur geht. Zwei Runden. Werden unsere Herren, wird unser Paar de Deux hier an den Start gehen. Und sie bekommen die Noten von unseren vier Richtern um das Viereck. Zum einen bei A für die Pferdenote. Herzlich willkommen aus Deutschland, Frau Ute Schönjahr. Bei B für die Künstlerische aus Polen, Frau Elzbieta Dolinska. Bei C für die Technische aus den Niederlanden, Herr Robdebrunn. Und die zweite Künstlerische wäre Jochen Schilfarts, Deutschland. Und hier ist die erste der Damen mit Don de la Mar an der Longe von Winnie Schilder, die Doppelweltmeisterin Christina Bö, Deutschland. Die Doppelweltmeisterin, die erste der Damen FEI World Cup, Vaulting World Cup hier bei der Paaren ab 4 mit Don de la Mar, der Longe von Winnie Schlüter, Christina Bö, Deutschland. Wir warten auf das Ergebnis für unsere erste der fünf Damen hier im FEI Vaulting World Cup. Christina Bö aus Deutschland. Die zweite Dame vor dem Ergebnis leider, Dag Beluga, der Longe von Barbara Rossini und Jannika Derks, Deutschland.
Dag Beluga an der Longe von Barbara Rosigi und Jannika Danks Deutschlands. Hier das Ergebnis für Christina Bö, die erste der Damen, bei A 6,950. Die erste technische 8,362, die künstlerische 7,9 und die zweite technische 8,375. Ergibt ein Total von 7,897. The result for Christina Bö, the first lady in this contest, 7,897. Hier ist das Ergebnis von Jannika Derks. Bei A gab es 8,080, bei B 7,390, bei C 8,460 und bei D 8,867. Ein Total von 8,199. Und dann geht es weiter mit French Kiss und der Longe von Lasse Christensen aus Dänemark. Gina Bendixen. French Kiss in der Longe von Lasse Christensen aus Dänemark, die dritte der Damen, Gina Bendixen.
Das offizielle Ergebnis von Janika Derricks aus Deutschland. Noch einmal schauen wir es an bei A8,080, bei B8,335, bei C8,440 und bei D8,867. Platz 1, 8,431. Result for Janika Derricks, 8.431. Weiter geht es nun mit Forever die Shelley Siash an der Longe von Simone Evi mit der Viertplatzierten im World Cup im Moment aus der Schweiz, Marina Moha. Forever die Shelley Siash an der Longe von Simone Evi aus der Schweiz, Marina Moha. Das Ergebnis für Sheena Bendixen aus Dänemark, Richterin bei A7,290, bei B7,390, bei C8,065 und bei D7,145 ergibt es ein Total von 7,473 hier in der ersten Runde des FBI Vaulting World Cup. 7.47 Freight Result für Sheena Bendixen from Denmark. Und nun die letzte der Damen mit 7-0 an der Longe von Marion Schulze aus Deutschland, Alina Ross.
San Siro an der Longe von Marion Schulze. Alina Ross, Deutschland. Das waren Sie, die Damen, meine Damen und Herren, in der ersten Runde hier beim FEI Voting World Cup in Leipzig. Schauen wir auf das Ergebnis von Marina Moha aus der Schweiz bei A 7,415, bei B 7,567, C vergab 7,950 und D 7,795. Der dritte Platz laufende Wert und mit 7,682. Jetzt fehlt uns noch das Ergebnis von Alina Ross, die letzte der Damen. Und dann, meine Damen und Herren, geht es weiter mit den fünf Herren, die hier am Start sind, bei der dritten Station des FEI Voting World Cup 2018-2019. Ein letztes Ergebnis noch, dann haben wir ein vorläufiges. Die Herren, meine Damen und Herren, da beginnen wir mit dem Pferd Laser an der Longe von Tanja Evers und dem ersten der Herren. Wir schauen einmal noch auf die Videowand und dann geht's los. Und hier ist der erste der Herren hier in Leipzig, meine Damen und Herren, hier ist aus Deutschland, Viktor Brüsewitz. We'll be right back.
Laser an der Loge von Tanja Evers aus Deutschland. Viktor Kuzmitz. Das Ergebnis der letzten Dame Alina Ross, da gab es bei A8,015, bei B7,727, bei C8,050. Und im Total bedeutet das 7,796 der dritte Platz. 7,796 der third place. Und dann geht's weiter mit Danny Boy ULD, mit dem Bronzegewinner der Weltreiterspiele in Tryon. Nationenpreissieger und Sechster im World Cup. Mit Patrick Loser an der Longe begrüßen wir Thomas Brüsewitz, Deutschlands. Danny Boy ULD an der Longe von Patrick Lose und aus Deutschland Thomas Brüsewitz. Thank you.
Schauen wir auf das Ergebnis von Viktor Brösewitz, erst in der Herren FIA Voting World Cup bei A7,485, bei B8,853, bei C7,440 und bei D8,457. Ein Total von 8,059. The score for Viktor Brösewitz, it's 8,059. Und dann das Ergebnis für Thomas Brösewitz bei A7,565, bei B8,950. Bei C 8,815 und bei D 9,3. Ein Total von 8,658. 8.658 von Thomas Brösewitz. Nun Highlander, der Longe von Vinny Schlüter und aus den Vereinigten Staaten von Amerika, representing United States, Christian Roberts. Highlander in der Longe von René Schlüter und aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Christian Roberts. Beim Ergebnis von Thomas Brösewitz aus Deutschland, das offizielle Endergebnis ist 8,608. Small correction of the result for Thomas Brösewitz, the official score is 8,608. Vierter der Herren, der Vize-Weltmeister und Nationenpreissieger von Tryon mit Dark Beluga an der Longe von Barbara Rossini. Herzlich willkommen, Yannick Heiland, Deutschland.
Darren Beluga an der Longe von Barbara Rossini aus Deutschland. Yannick Heiland. Das Ergebnis von Christian Roberts und Highlander. Bei A gab es 5,850, bei B 5,987, die künstlerische Note 4,725 und die zweite technische 5,328. Total 5,473. The score for Christian Roberts 5.473. Third place. Und dann der fünfte, der letzte, der Herren bei FIA Voting World Cup. Mit Forever die Sherry Seasch, der Longe von Simone Eby, der zweite in der World Cup WM 2018-2019, Juan Martín Clavijo.
Whatever die schöne herrschende Longe von Simone Evi. Aus Kolumbien, Juan Martin Clavijo. Das Ergebnis von Yannick Heiland aus Deutschland bei A 6,725, B 9,189, C 9,230 und D 9,455. Die Führung 8,650. Yannick Heiland goes into the lead 8,650. Das, meine Damen und Herren, waren die Herren FBI Voting World Cup. Einmal schnell zur Übersicht, das Ergebnis der Damen noch einmal. Janika Derks in Führung nach dieser ersten Runde vor Christina Bö, Alina Ross auf dem dritten Platz, Marina Moha aus der Schweiz auf dem vierten Platz und aus Dänemark auf dem fünften Platz, Gina Bendixen. Und jetzt geht's weiter. Meine Damen und Herren, zum FBI Voting World Cup gehören nicht nur die Damen und die Herren, sondern auch das Pas de Deux. Heute bei uns bei der dritten Station in Leipzig nur leider ein Pas de Deux am Start. Sie sind die zweite in der FBI World Cup Wertung. Hier kommen mit Danny Boyer, der Longe von Patrick Lohse, Theresa Sophie Bresch und Torben Jacobs, Deutschland. Viel Vergnügen.
Eddie Boy an der Longe von Patrick Lohse, Theresa Sophie Bresch und Torben Jacobs. Das war, meine Damen und Herren, die FEI Voting World Cup, die dritte Station hier in Leipzig. Allerdings die erste Runde, die zweite Runde erleben wir in den nächsten Tagen. Jetzt das Ergebnis von Juan Martin Clavijo aus Kolumbien bei A7,170. Die erste technische 8,440, die künstlerische 8,325 und die zweite technische 8,595 und damit der dritte Platz für ihn mit 8,133. Das Score von Martin Clavijo 8.1, Frey Frey's the third base und damit ist Overnight Winner Yannick Heiland aus Deutschland mit 8,650, gefolgt von Thomas Brüsewitz 8,608, von Martin Clavijo auf der 3, Victor Brüsewitz auf dem 4. Platz 8,059 und Christian Roberts aus den Vereinigten Staaten von Amerika mit 5,473. Und dann warten wir noch auf das Ergebnis unseres einzigen Pas de Deux, FEI Voting World Cup, die dritte Station hier bei der Western European League im Jahr 2018-2019. Während wir auf das letzte Ergebnis warten, meine Damen und Herren, wird schon mal fleißig aufgebaut von unserem Parcours-Team, denn die nächste große Prüfung im Springen wartet auf uns. Springprüfung nach Fehlern und Zeit international mit 18.000 Euro plus ein Auto für den Sieger über 1,45 Meter. Es ist der ID-Kaffee-Preis. 13.30 Uhr soll es losgehen. ID-Kaffee-Preis, Prüfung 4, Partnerfeld Leipzig 2019. Nächstes Ergebnis für unser Pas de Deux aus Deutschland bei A7,055, B7,660, C8,405 und D8,591. Ein Total von 7,928. Das war's vom Voltigieren, meine Damen und Herren. Weiter 13.30 Uhr der ID-Kaffeepreis. Bis gleich.